gefragt, was kann man einer Schwester sagen, die einen Hund hält? Was kann man einer Schwester sagen, die einen Hund hält zu Hause? Natürlich, es gibt Situationen, in denen ein Hund erlaubt ist. Welche Situation zum Beispiel, dass man einen Hund halten darf? Bitte schön. Okay, zum Schutz, also du meinst wie Wachschutz sozusagen. Das heißt, der Hund zieht Security-Pullover an und so. Es gibt Situationen, wo manche Gelehrte das erlaubt haben, auch für den Schutz. Na, das stimmt. Aber sie haben unterschieden zwischen einem Gebiet, was nah in der Mitte ist, das heißt zur Stadt, und einem Gebiet, was weiter entfernt ist, wo man nicht sofort Hilfe holen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt solche Situationen. Na, aber er wohnt wo, der Hund? Draußen. Na. Zur Jagd, sehr gut. Zur Jagd, bitteschön. Blinden Hund, weil sie gesagt haben, wenn ein Jagdhund erlaubt ist, der für die Versorgung erlaubt ist, dann erst recht ein blinden Hund, der für alle anderen Aufgaben zuständig ist. Und dann noch für die Schafe, zum Hüten. Das sind die Sachen, die legitim und erlaubt sind. So, jetzt eine Person möchte einen Hund zum Schmusen, ein Freund oder eine Freundin. Nein, ich meine das im Ernst, das ist bei manchen Kulturen so, die sehen das so. Das ist für sie etwas Süßes und mit denen verbringt man viel Zeit und so weiter und so fort. Wie ist das Urteil hier? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte erstmal in einer Überlieferung bei Imam Muslim, wenn ein Hund seine Zunge in eines eurer Gefäße hereintut, so wascht das Gefäß wie oft ab? Und einmal davon mit? Richtig. Das beweist, wie die Gelehrten sagen, aus diesem Hadith heraus, dass der Hund besonders unrein ist, meint sein Speichel. Und subhanallah, die haben einen Test gemacht, die Wissenschaftler, die haben einen Hund seine Zunge in ein Gefäß eintauchen lassen. Die Bakterien waren viel mehr als ursprünglich. Wer hat uns das schon vor 1400 Jahren gesagt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zweite Sache, die Überlieferung ist bei Bukhari. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wer einen Hund zu Hause hält, so werden ihn jeden Tag ein Qirat an gute Taten abgezogen. Was ist ein Qirat? So viel wie der Berg von Uhud. Der Berg von Uhud, die den Berg von Uhud nicht kennen, er ist 7 Kilometer lang und stellenweise 3,5 Kilometer breit. So viel an gute Taten gehen jeden Tag verloren. Das heißt, wofür macht die Person dann die Taten? Im Grunde genommen für nichts. In einer anderen Überlieferung, die kam später, sagte der Prophet, wer einen Hund zu Hause hält, so werden jeden Tag 2 Qirat von ihm an guten Taten abgezogen. Die Gelehrten sagten, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Überlieferung ist, dass er das Verbot noch deutlicher machen wollte. Und daher, wenn wir sagen, eine Person holt sich jetzt einen Hund. Natürlich dadurch, dass sein Speichel unrein ist, was macht der Hund die ganze Zeit? Natürlich, er sabbert auch. Und das verteilt sich über die gesamte Wohnung. Das ist ein Problem. So, die zweite Sache ist, dass jeden Tag, was die Schwester an guten Taten macht, Gebet, Fasten und so weiter, 1 bis 2 Qirat werden ihr jeden Tag abgezogen. Ich meine, ich verstehe eine Sache. Es gibt Leute, die sind mit einem Hund groß geworden. Die sind mit ihm groß geworden. Die haben, seit sie klein sind, sind sie mit einem Hund aufgewachsen. Und natürlich gibt es eine entsprechende Beziehung zu dem Hund. Das verstehen wir. Aber trotzdem, diese Religion ist gekommen, indem wir nicht unser Gelüst folgen sollen, sondern der Religion. Na, und so ist die Sache. Wallahu alam. Ja, Abul Bara, was kann ich jetzt machen? Hol dir eine Katze. Von mir aus auch 2. Kein Problem, weil die Katze ist rein. Der Speichel, das Fell, alles von der Katze ist rein. Aber nicht essen, Audu Billah des Haram. Ja? Alles. Mein Sohn Bara, möge Allah ihn recht leiten. Ich bin manchmal mit ihm draußen, dann sage ich, Bara, guck mal, das ist der und der Vogel. Der sagt mir, ist halal zu essen. die Katze, kein Problem. Und die Katzen sind auch süß. Und man kann mit ihnen spielen, auch schmusen von mir aus. Ja. Nicht übertreiben. Aber ansonsten ist die Sache so, dass das halal ist. Was haben wir vorhin gesagt? Was man im Haram macht, kann man auch wo machen? Im Halal. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Die letzte Frage von dem Herrn da hinten. Bitteschön.